Was? Du bist immer noch da? Nee, komm mal auf. Du musst bestimmt ein großer Fan sein. Aber gut. SGB 1, Paragraph 6, Minderung des Familienaufwands. Wer Kinderunterhalt zu leisten hat oder leistet, hat ein Recht auf Minderung der dadurch entstehenden wirtschaftlichen Belastungen. Das heißt das? Das heißt, du hast Kinder, vielleicht mehrere Kinder, und du bist getrennt und aus irgendeinem Grund wird es knapp bei dir in der Kasse. Und dann leistest du natürlich, ne? Und dann hast du ein Recht auf eine Minderung. Das heißt, Minderung nicht, dass dein Geld mehr wird, ne? Dass du dann sagst, ey, ich habe doch meinen vier Kindern Geldunterhalt gezahlt oder die Leuten, je nachdem, jetzt gibt mir das alles zurück und nochmal dreimal mal drei, ne? Damit ich gut leben kann, wie im Film jetzt aus und raus. Nee, da sagt sich einfach der Staat, okay, pass auf, es gibt eine Lösung, es gibt Kindergeld. Ne? Also, es gibt zwar Kindergeld, das ist eine gewisse Belastung, und davon kriegst du Kindergeld. Dazu kommen wir in einem sehr späteren Verlauf, weil auch für Kindergeld gibt es gewisse Regelungen. Ne? Aber hey, ne? Hat ein Recht auf Minderung der dadurch entstehenden wirtschaftlichen Belastungen. Und mehr ist es im Endeffekt nicht. Wäre schön, klar, wenn das Gesetz einfach geschrieben wäre und es gleich klären würde, blablabla, aber wir wissen ja, die Beamten sind auch nur Menschen, brauchen sehr viel Liebe, Verständnis und Zuneigung. Schönen Gruß an alle Beamten. Und daher bin ich dafür da. Hey, hast du schon den Virus? Und ich breche das alles runter, damit endlich die Missverständnisse aufgeklärt sind. Mach ich doch gerne, liebe Beamtengemeinschaft.